Hallo und herzlich willkommen zu Blattmanns 7 mit 7 ausgewählten Neuheiten aus dem Note 1 Programm für den Monat April. Johann Jakob Froberger gilt als einer der Väter der barocken Cembalo Suite und feiert dieses Jahr seinen 400. Geburtstag. Bach, wie auch noch Mozart, studierten seine Werke. So ist zum Beispiel sein Einfluss in den Cembalo-Suiten Bachs deutlich zu vernehmen. Die Froberger-Edition bei Eolus mit dem Cembalisten und Organisten Bob van Asperen war in den vergangenen Jahren maßgeblich daran beteiligt, das Werk des Komponisten umfassend zu würdigen und das mit denkbar hohem künstlerischen und audiophilen Anspruch. Im Zentrum der abschließenden achten Folge stehen die Cembalo-Toccaten unter der Verwendung eines originalen italienischen Instruments mit der etwas enigmatischen Signatur F.A.1677. Ein weiteres Highlight dieser Folge sind zudem die beiden in Weltersteinspielung vorliegenden geistlichen Motetten Frobergers. Es handelt sich dabei um die einzigen überlieferten Vokalwerke des Komponisten. Damit ist die Froberger Edition bei Eolus die erste Gesamteinspielung der Werke jenes Meisters, der in Stuttgart geboren wurde, aber in ganz Europa zu Hause war. Eine würdige Hommage zum 400. Geburtstag des Komponisten. In diesem Jahr begehen wir auch den 100. Geburtstag von Max Reger. Seine drei geistlichen Gesänge, Opus 110, gehören zu den Gipfelwerken der spätromantischen Chormusik. Der Komponist widmete sie dem Leipziger Thomanerchor und war sich dabei den immensen Anforderungen der Stücke durchaus bewusst. Wohl deshalb ermahnte er die jungen Sänger, sie müssten gehörig daran studieren. Das SWR-Vokalensemble Stuttgart unter Frieder Bernius meistert die Klippen der regerschen Vokalkunst souverän und unterstreicht einmal mehr seinen Status als einer der führenden Chöre Deutschlands. So können wir hier einen wirklich herausragenden Beitrag zum Regerjahr 2016 genießen. Jean-Joseph Cassener de Mondeville war ein bedeutender und überaus erfolgreicher Zeitgenosse von Jean-Philippe Rameau, allerdings auf einem Gebiet, das Rameau kaum berücksichtigt hat. Mondeville setzte nämlich die einst von Lully und de Lalande initiierte Tradition der Grand Motets fort und entwickelte diese typisch französische, repräsentative Sonderform der geistlichen Musik formal und stilistisch weiter.
Sonderform deswegen, weil sie eigentlich nicht für den Gottesdienst vorgesehen waren, sondern vielmehr im Rahmen der berühmten Pariser Concerts Spirituels aufgeführt wurden. Vier seiner grandiosen Motetten hat Georges Waschigi mit einem hervorragenden Solistenquintett, dem Orfeo Orchestra und dem Purcell Choir für Klosser eingespielt. Diese Werke sind Paradebeispiele für Mondevilles virtuose Schreibweise und seinen Sinn für einfallsreiche, fließende Melodien. Sie stellen eine höchst reizvolle Bereicherung des barocken Repertoires dar. Bleiben wir in Frankreich. Auch wenn mit Blick auf die breite Popularität des komponierenden Doppelmörders Gesualdo der Gedanke vermarktungsstrategisch zunächst vielleicht reizvoll erscheinen mag. Mit einem 1304 in Paris für die Schändung mehrerer Nonnen, Mord und Diebstahl gehängten Namensvetter hat der Komponist und Kleriker Jehanneau de Lesquerel eher nichts zu tun. Immerhin war der Name in mittelalterlichem Paris sehr verbreitet. Somit wäre über den Komponisten eleganter und elaborierter höfischer Liebeslieder am Beginn der Ars Nova fast nichts bekannt. Das Ensemble Celadon macht mit seiner einnehmenden Einspielung jedenfalls klar, diese höchst subtile, verfeinerte Musik kann einfach nicht von einem brutalen Schwerverbrecher stammen. Das Hohelied des Alten Testaments gehört zu den am häufigsten vertonten Texten der Bibel. Die lebensprelle Leidenschaft des Textes hat besonders die Renaissance-Komponisten immer wieder inspiriert, darunter auch Giovanni Pierluigi da Palestrina. Dieser schuf einige der schönsten Vertonungen dieser Texte, deren Sinnlichkeit The King Singers hier bestens zu transportieren wissen, ohne die Tatsache zu ignorieren, dass es sich hier immer noch um geistliche Musik handelt. Für die Einspielung wurden 12 der Vertonungen Palestrinas ausgewählt, die durch 4 Marienmotetten aus seiner Feder eingerahmt werden.
obwohl an die seinerzeit revolutionäre Ästhetik der Groupe de Six angelehnt, entging Jacques Ibert der Gefahr, sie lediglich epigonenhaft zu kopieren. Vielmehr schuf er durch Einbeziehung impressionistischer und neoklassizistischer Elemente eine eigene, individuelle Klangsprache, die sich unter anderem durch Eleganz und feinsinnigen Humor auszeichnet. In ihrer Serie mit französischen Orchesterklassikern widmen sich Neme Järvi und das Orchestre de la Suisse Romande dieser typisch französischen Musik, deren nonchalantem Charme man sich einfach nicht entziehen kann. Neben seinen bekannten Orchesterwerken gibt es hier auch einige reizvolle Raritäten zu entdecken. Auf den ersten Blick scheinen der Leipziger Thomaskantor Johann Sebastian Bach und der Dresdner Hofkapellmeister Johann Adolf Hasse musikalisch nichts miteinander gemein zu haben. Hier ein tief in der polyphonen Tradition verwurzelter Kantor, dort ein Vertreter des modischen neapolitanischen Stils. Allerdings weiß man, dass Bach die Werke des musikalischen Kosmopoliten Hasse sehr geschätzt hat. Für den Blockflötisten Stefan Temming und den Countertenor Benno Schachtner war es besonders reizvoll, in dieser Akzentproduktion die Musik der beiden scheinbar ungleichen Zeitgenossen nebeneinander zu stellen und damit nicht zuletzt die Vielfalt barocker Kompositionskunst zu unterstreichen. Und siehe da, musikalisch passen die beiden trotz ihrer Unterschiede bestens zusammen. So, das waren sie, Blattmanns 7, mit 7 ausgewählten Neuheiten aus dem Note 1 Programm für den Monat April. Wir sehen uns wieder im wunderschönen Monat Mai, wenn Sie mögen.